dich. Ivy, was machst du da? Oh, bist du es wirklich, Johann? Ist dieser Flachskopf etwa ein Freund von dir? Ziemlich verrückter Kerl. Der Hexenmeister sagt, dass Sarah all ihre magischen Kräfte an Rachel, die Hexenmeisterin, vererbt hat. Aber er weiß nicht, wo sie zu finden ist. Ja, das war's dann. Auf geht's nach Haus. Ich kenne diese Rachel und weiß auch, wo sie lebt. Sie schuldet mir noch einen Gefallen. Rachel! Rachel! Papa Stumpf ist hier. Ist jemand zu Hause? Hallo? Ich schlage vor, wir warten drinnen auf Sie, weil Papa Schlumpf immer sagt, Schlaubi, alle guten Schlümpfe sollten dazu erzogen werden. Höflich. Wir warten drinnen auf Sie. Aber denkt dran, es ist immerhin das Haus einer Hexenmeisterin. Es wird nichts angefasst. Oh, Wasser. Damit will ich mich jetzt etwas abkühlen. Was ist denn mit Bibi los? Ich weiß nicht. Er hat sich nur mit dem Wasser da etwas abgekühlt. Oh, oh nein. Langwasser. Papa Schlumpf, wer ist dieser kleine Idiot? Kleiner Idiot. Ich bin der König der Idioten. Rachel, das ist mein Freund Bibi. Er hat aus Versehen etwas von deinem Nachtwasser benutzt. So ein Blödmann. Dafür sollte man ihn mal in Öl kochen. In Öl. Mich in Öl kochen, oh, wie lustig. Halt, den Hund. So, ihr wollt also die sieben Quellen wieder zum Fließen bringen. Ja, richtig gehört. Dann werdet ihr diese Wünschelrute benötigen. Sie gehörte einst der Hexenmeisterin Sarah. Oh, tausend Dank. Aber bringt sie mir wieder zurück. Ich werde persönlich auf sie aufpassen, Rachel. Ob das Ding überhaupt funktioniert? Rachel wird uns schon keinen Unsinn andrehen, Bibi. Oh, Freunde, es funktioniert. Ich habe ja immer gesagt, dass es funktioniert. Das ist ja fantastisch. Es muss hier irgendwo Wasser geben. Wasser! So, und jetzt noch die anderen sechs Quellen. Gib her, lass mich mal. Das ist ja toll. Aber nicht, wenn die Quelle unter einem Baumstumpf ist. Es ist wahr, es ist wirklich wahr. Die sieben Quellen sprudeln wieder. Oh, ich danke euch tausendmal. Ich wünschte nur, eure kleinen blauen Freunde wären hier, damit ich ihnen auch danken kann. Sie mussten die Wünschelrute zu der Hexenmeisterin Rachel zurückbringen. Jetzt kannst du doch zu deinen Ahnen zurückkehren, oder? Leider noch nicht. Ich werde erst frei sein, wenn der einzige und rechtmäßige Erbe in dieses Schloss zurückkehrt. Laut meinen Ahnen muss er dieses Schloss in den nächsten zwei Tagen in Besitz nehmen, oder alles ist verloren. Sicher hast du sehr viele Nachkommen. Wie können wir dir helfen, den richtigen Erben zu finden? Folgt mir, ich werde euch etwas zeigen. Au, ja. Ach, herrje, ich habe ja vergessen, dass ihr Türen benutzt. Das ist ein Abdruck des Beaufort-Siegels, das seit Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde. Und mein rechtmäßiger Nachfolger ist im Besitz dieses Siegels. Gut, Peavy und ich werden morgen mit unserer Suche beginnen. Denkt daran, ihr habt nur zwei Tage Zeit. Je eher ihr meinen Erben findet, desto eher werde ich frei sein. Aufwachen, ihr Lümmel! Was habt ihr in meinem Schloss zu suchen? Wieso denn ihr Schloss? Es gehört doch dem Geist auf. Wir haben gedacht, es wäre verlassen, Sire. Nicht mehr! Mir, Guy de Beaufort, gehört es jetzt! Ah, was für ein Unsinn! Ich, Louis de Beaufort, bin der wahre Eigentümer dieses Schlosses. Falsch! Ich, Basile de Beaufort, beanspruche es als mein Eigentum! Das gehört mir, du Rüffel! Ich werde dich lehren, mich in einem eigenen Schloss einen Rümel zu nennen. In meinem Schloss. Aber meine Herren, welche profane Art der Auseinandersetzung. Wer sind Sie? Ich bin Charles de Beaufort. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ihrem bescheidenen Heim? Wie viele Beaufort sind jetzt eigentlich da? Schwer zu sagen, es geht ja alles in runter und drüber. Ich glaube, ich mache eine Fliege. Ich bitte um Verzeihung, mein Herr.
Wenn Sie auch noch ein Beaufort sind, dann wird's Zeit. Die anderen haben schon ohne Sie angefangen. Oh nein, ich bin kein Beaufort. Ich vertrete nur Jean de Beaufort. Er ist doch der rechtmäßige Erbe dieses Schlosses. Und wieso er? Er ist im Besitz des Familiensiegels. Das Familiensiegel? Wenn das so ist, dann ist dein Herr der einzige und rechtmäßige Erbe. Der Junge hat recht, das Siegel wird dem König beweisen, dass Jean de Beaufort der rechtmäßige Erbe ist. Wir können also unsere Soldaten wieder einsammeln und verschwinden, außer was? Außer wir verbünden uns, um das Siegel von Jean de Beaufort zu holen. Wir werden solche Gaunereien zu verhindern wissen. Und wer ist wir, mein Junge? Ich, Johann und mein wackerer Gefährte Peavy. Zu dumm, dass wir ein wenig grausam sind. Ab in den Kerker mit euch. Hier waren. Was machen all die Menschen hier? Und wo sind Johann und Pee-wee? Ich weiß nicht, aber wir müssen es herausfinden. Wie sollen wir hier bloß wieder rauskommen? Hey, Johann, diese Ketten sind schon alt. Vielleicht kriegen wir sie kaputt. Nein, 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 so wird das nicht. So, und jetzt schreibe dringend dazu und setz deine Unterschrift darunter. Nein, niemals. Wie schreibt man dringend? Was? Dann schreib eben, sehr wichtig. Das kannst du doch, Bruder. So, fertig. Jetzt müssen wir die Nachricht nur noch an Jean du Beaufort schicken. Ich werde sie ihm persönlich überreichen und bring ihn gleich mit. Achte darauf, dass er das Siegel dabei hat. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen es, um zu beweisen, dass wir die richtigen Beauforts sind. Ein Kaiser! Johann, was war das für ein Schrei? Heidelberg muss zurückgekehrt sein. Warte doch, fürchte dich nicht. Ich bin dein Urgroßvater Heidelberg. Vielleicht kann er uns helfen. Heidelberg, Hilfe! Heidelberg, Hilfe! Wir sind hier im Kerker. Das waren doch Johann und Pivi. Da lang. Hier runter. Oh je, das sind aber steile Stufen. Und dunkel ist es obendrein. Oh je, da kommt jemand. Heidelberg, Hilfe! Es ist sinnlos, er kann uns nicht hören. Aber ich kann euch hören. Haltet jetzt endlich die Klappe, bevor ich wütend werde. Naja, immerhin hat uns einer gehört. Papa Schlumpf! Oh, es ist furchtbar. Schreckliches ist geschehen. Diese widerlichen Kerle haben dem rechtmäßigen Erben des Schlosses eine Falle gestellt. Und wenn sie in den Besitz des königlichen Siegels gelangen, ihr müsst sofort hier raus. Heidelberg! Kannst du uns von diesen Ketten befreien? Leider nicht. Meine Hände gehen ja durch alles hindurch. Ich kann noch nicht mal Türen öffnen. Weißt du denn, wo die Schlüssel sind? Dann könnten wir den Rest allein machen. Oh, ich habe den Mann mit den Schlüsseln gerade zu Tode erschreckt. Aus Versehen, natürlich, glaubt mir. Da kommt mir eine gute Idee. Das hast du nur geträumt, Basil. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass es keine Geister gibt. Ich warte schon seit Jahrhunderten auf euch, Beaufort. Glaubst du, dass er weg ist, Dirk? Ich hoffe es. Geist, hallo. Seit Jahren habe ich nicht mehr so viel Spaß gehabt. So, hier kann er nicht reinkommen. Oh, was ist das? Ich bin jetzt umgeistert. Ich komme mit euch. Die Schlüssel. Da habt ihr sie. Ich bitte euch, verschwindet. Gut gemacht, Schlümpfe. Danke nicht uns, danke ihm. War mir ein Vergnügen. Wir müssen die Beaufort so lange erschrecken, bis sie das Schloss verlassen. Oh, der Morgen graut. Ich muss mich leider von euch verabschieden. Zu blöd, ausgerechnet jetzt? Um Mitternacht ist meine letzte Chance, den rechtmäßigen Erben zu finden. Wenn das misslingt, muss ich für immer und ewig in diesen Gewölben spuken. Für immer. Papa Schlumpf, uns bleibt nur noch ein einziger Tag, um dem armen Gespenst zu helfen. Wir müssen uns beeilen. Meine Männer sind bereit. Dann reite sofort los, damit diese Geister dich nicht noch erwischen. Lieber Himmel, das werden ja immer mehr. Na, wen haben wir denn hier? Den kriege ich schon. Peavy. Du. Ich bin ein Geist. Du also. War doch alles nur Spaß. Halten Sie, das sind gar keine Geister. Wir sind arglistig getäuscht worden. Musst du denn immer alles verpassen, Peavy? Da sind sie, hinterher.
Sie sind in der Falle! Ah. Johann, tu doch bitte was! Ich denke nach. Ich hab es! Wir werden springen! Deck dir was anderes aus! Keine Widerrede! Auf geht's, Schlümpfer!